So, wir lugen mal vorsichtig nach draußen. Da oben läuft ein Wachleut rum. All hail the new Empress, Her Majesty Delilah Caldwin. Ich werde die ganz bestimmt nicht heilen. Kommen wir denn da hin? Komme ich denn da rüber? Ja. Ich warte mal, bis die sich da. Das ist auch eine Wachleutin. Die sieht mich auch noch. Drehen wir doch mal bitte den Rücken zu. Das fände ich angenehm. Nein, den Rücken. Das ist die andere Seite. Will ich da eine Blutfliege flattern? Jetzt geht sie wieder da zum Ende hin. Nicht umdrehen. Eine ganze Ladung Walöl. Einfach weg. Ja, wo ist es denn hin? Wo ist es denn hin, das Walöl? Einfach weg? Das kann doch gar nicht angehen. Ja. Sind hier noch mehr? Oder nur noch der eine da? Sie können Dann wegen mir im Nichts verrotten. Schnappe ich mir ich den mal. Genug Sorgen, auch ohne ihre ständigen Beschwerden. Hey. Ich wollte den schnappen. So ungefähr, genau. Da sehe ich schon mal zwei. Da ist einer, der ist natürlich, der Bahnhof ist natürlich ein bisschen besser bewacht. Oha, da steht auch noch einer. Oha, in dem wäre ich jetzt beinahe irgendwie. Das war aber sehr knapp. Das war aber sehr. Oh, voll mit dem Gesicht da auf den Tisch. Autsch. Das tut doch weh, dass ich den armen Leuten hier antue. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit einem Huhn. Kann ich hier noch ein bisschen Karten spielen? Nein, da habe ich schlechte Karten. So, da ist der Wagen. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach runter und mir das Bahnhofsgebäude sparen. Da muss ich nur den da und da vorne war noch einer. Nicht, dass hier noch mehr sind, die ich nicht sehe gerade. Da will sie anscheinend nicht hin. Darüber auf das Gestell. Das möchte sie. Ich habe deine Münzen weggenommen. Kann ich den auch würgen? Nein, warum nicht? Ich kann natürlich einfach so in den Wagen reinhüppen. Dann sieht er mich aber. Selber, Und der hinten sieht mich auch. Wie macht er das? Hat er etwa Augen? Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Nö. Der kommt natürlich zu investigieren, der gerissene Hund. Ich glaube, ich brauche mal ganz kurz Nachtsicht. Du bleibst jetzt da stehen, oder? Wohl doch nicht. Und dreht sich wieder um und geht wieder weg. Ah, da war wohl doch nichts. Da hast du dich verguckt, mein Junge. Den bringen wir mal kurz um die Ecke, also im wörtlichen Sinne. So, und den da hinten muss ich jetzt auch noch ausschalten, einfach aus Prinzip. Der raucht erstmal gemütlich eine, ja, der braucht ein Päuschen. Schlaf, schlaf. Den lege ich auch hier hin, damit ihn keiner sieht. Hier rein einfach. Was soll's? Da
Da hat er es schön Regen geschützt, auch falls ein Schauer kommt. Ich habe jetzt schon Bock da rein, irgendwie. Kann ich da? Da steht einer rum. Komme ich darüber mit meinem. Oh, das war. Ich wollte eigentlich das da. Ja, ich komme da tatsächlich hin. Eine ganze Ladung Walöl. Einfach weg. Direkt unter. Einfach weg, das Walöl. Wie kommt denn sowas? Oha. Verdammt! Du gehst nirgendwo! Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Oh, da kommt noch einer. Au! Na, stirb schon! Ich wollte gar nicht sterben, eigentlich. Wirklich nicht. Oh, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das war doch hoffentlich gerade eben erst, oder? Habe ich gerade eben erst gespeichert oder vor 20 Minuten oder einer Stunde? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich muss öfters speichern. Wenn ich schon nicht mehr weiß, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Oder ich habe automatisch gespeichert quasi. Ohne aktiv mir zu merken, wann es war. Dass es schon ein unterbewusster Vorgang meines Körpers ist, die F5-Taste zu drücken. Das kann natürlich auch sein. Wenn der Ladevorgang nicht ganz so lange wäre, dann hätten wir schon längst die Antwort vor Augen und ich müsste nicht darüber philosophieren. Aber der Ladebildschirm geht weiter. Er verfolgt uns bis in unsere Albträume. Denn das machen Ladebildschirme. Ladebildschirme. Ja, ich lade bald. Hier ist der Schirm dazu. Bitte. Ja. Komisch, die ersten 90% des Ladebalkens gehen schnell, aber die letzten 10% dauern dann 20 Minuten. Und eigentlich ist der Ladebalken jetzt voll, aber der Ladevorgang geht immer noch weiter. Ich finde das verwirrend. Recht verwirrend, ja. Das könnte alles einen kleinen Ticken schneller gehen, finde ich. Ah, da sind wir ja schon. Ach, hier bei dem bin ich gelandet. Jetzt weiß ich aber, dass er zwei Kollegen am Start hat. Überall Blut fliegen, ist er. Grausig. Ja, es ist schon grausig, das zu Recht. So Hunger. Dann ist was. Da, jetzt bewegt er sich. Ich hab's ihm gesagt. Niemand, hier ist niemand. Der hält kein durch. Armer Kerl. Warum behalte ich immer recht? Das war sicher nichts. Hat halt ein Hund gebellt oder so. Ja, genau. Du hast einen Menschen auf dem Fensterbrett gesehen und du denkst, na, wahrscheinlich einfach ein Hund. Ja, wahrscheinlich ein Hund gebellt oder so. Ist natürlich auch die logischste Erklärung dann, dass er wahrscheinlich Hund gebellt hat. Hier ist niemand. Nichts und niemand. Hoffentlich kommen die jetzt nicht rausgeraten. Man kann auch noch also, untergehen. Mal sehen. Was war es? Nichts. So, wenn ich aus dem Fenster gucke, bin ich sicher. Früher hatte ich eine Heidenangst vor denen. Vor denen? Wer sind denen? Du hast Heidenangst vom Dehnen, vom Sport. Verstehe. Ja, ja, das ging mir auch so. Dachte immer, da würden meine Sehnen beireißen oder so. Ach stimmt, ich kann jetzt einfach auf den Schienen langlaufen. Weil der Strom aus ist. Weil ich eine Leiche besorgt habe. Für Mindy Blanchard. Die Schienen sind aber noch unter Strom. Aber ich muss ja eh in den Wagen da rein. Die Frage ist, hat der Typ da oben sich beruhigt? Weil ich will da immer noch gerne rein und mich ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir ja noch was Hübsches und oder Wertvolles. So, jetzt habe ich gerade mein Quick gesaved. Da läuft jemand rum. Ich sehe es. Laufen zwei rum. Ich sehe es. Solange die einander nicht sehen. Hey,
Hey, wer bist du? Oh, der hat mich gesehen. Ich kriege dich schon. Wer wettmannen soll, das ist das Schlimmste. Nimm das! Oha, hat er jetzt noch mehr angelockt? Nein, anscheinend nicht. Niemand interessiert das, wenn hier oben rumgeschrien wird und man Kampfgeräusche hört. Hab ich ein Glück. Ich räume die mal kurz hier in den hinteren, also in diesen Raum, von der Tür weg da, damit niemand die gleich sieht, wenn jemand an der Tür vorbeistiefelt. Ich weiß ja nicht, ob die Leute hier regelmäßig an der Tür vorbeistiefeln, aber man muss auf alles vorbereitet sein. Defekter Motorschild. Benny, ich glaube, der Motorschild ist schon wieder hin. Vermutlich hält die neueste Schweißnaht nicht. Auf dem Weg vom Eddermeier hat irgendwas schlimm geknirscht. Der Wagen besteht keine weitere Fahrt. Wir müssen ihn von den Schienen nehmen und in die Werkstatt bringen. Aber den Wagen wollte ich benutzen, um damit rumzugurken. Soll das heißen, der bleibt auf der halben Strecke liegen oder explodiert und brennt aus? Da unten ist jemand am Singen. Schön, dass die Künste noch einen Platz haben. Hier haben sie natürlich den Safe aufgebrochen, fein gemacht. Vorsichtig, hier laufen sicherlich Wachleute rum. Schon mal in Paulos Salon gewesen? Nein, du? Ein Würfelspiel oder den Weibern? The Crone's Hand, machst du Witze? Das sind doch nur Heuler. Dann zieh vorher die Uniform aus. Schon, ich höre haben doch guten Whisky. Sogar Old Dunwall. Sind das jetzt zwei Leute, die da stehen? Oder? Sag Bescheid, ja, wenn du wieder hingehst. Da ist auch einer. Ja toll, wenn die jetzt beide da am Rumlongieren sind, habe ich natürlich keine echte Gelegenheit, die einen von denen wegzukäschern. Meine Nerven. Da ist doch was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber hast hallo. Hast du gehört? Meine Tante Belinda ist nach oben Frau gezogen. Echt? Ich habe sie noch nie ohne Drink oder Mandoline gesehen. Ist hier da nicht so wenig los? Old Lamprow ist klein, aber es gibt ein Nachtleben. Und als Lady aus Karnaka werden sich die Männer um sie reißen. Ah, großer Fisch, kleiner Teich. Sie verdient gutes Geld mit traditioneller, da habe ich eventuell jemand gesehen. Wie ist den Leuten da fremd? Da kommen noch mehr. Du wurdest für schuldig befunden, mir am Weg zu stehen. Das ist natürlich eine schlimme Straftat. Als schuldig befunden, mir im Wege zu stehen. Ja, ich werde jetzt bestimmt zurückkommen. Möchtest du gerne da durch? Danke. Was soll ich nehmen? Was denn? Oha, jetzt habe ich natürlich Stress. Aber ich habe immerhin hier die Barriere ausgeschaltet, weil ich ein ganz geschickter Hund bin. Alter, hast du gerade einen Stein nach mir geworfen? Bissle um Gnade! Ich reiß dich in Stücke! So, das war etwas unnötig. Mist. Ich würde den Betäubungsbolzen da gerne nochmal rausziehen und den nochmal benutzen. Oh, einer ist voll in der Hand stecken geblieben. Etwas unangenehm vermutlich. Naja, jetzt ist es passiert. Aber jetzt sind hier immerhin alle Wachleutis ausgeschaltet. Wenn ich das richtig erkannt habe. Das heißt, ich kann mich hier nochmal in Ruhe umgucken. Die Frage ist natürlich, wie nützlich das ist. Ach, da draußen läuft noch einer rum. So viel zu, alle Wachleute ausgeschaltet. Na? Oh, da sieht mich aber gleich jemand, oder? Oder auch nicht. Alter, ist die blind? Behauptet die doch, ich verdiene keine Beförderung. Du verdienst keine Beförderung. Ich würde keine Beförderung erkennen, wenn sie am Kopf träfe.
Tät ihr wahrscheinlich gut. Warum kann ich sie nicht von hinten über die Bank hinwegwürgen? Das fände ich voll knorke, wenn das möglich wäre. Ist es aber nicht. Ich kann ja nicht... Bleibt die da ewig sitzen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Die bewegt sich irgendwann wieder. Die raucht erstmal gemütlich eine. Ja, jeder braucht ein Päuschen zwischendurch. Ich verstehe es ja. Jetzt steht sie auf. Meine Pistole! Gestohlen! Oh nein, wer macht denn sowas? Unerhört! Da wird einfach die Pistole gestohlen. So, das waren jetzt aber alle Wachleutis, oder? Ich glaube, das waren alle. Jetzt kann ich mich hier nochmal umgucken, da ist nichts. Und da vorne kann ich mich auch nochmal umgucken, das wünsche ich auch nichts. Der hat noch Geld in der Tasche und hier liegt noch ein Apfel rum. Der Silbernagel, wir wollen das Heilmittel. Während sich das Blutfliegenproblem verschlimmert, warten wir alle auf ein Wunderheilmittel. Die Frage ist, wie viele von uns müssen noch unter Qualen sterben? Die Antwort ist fast alle. Die Eddermeier-Tinktur ist gut geeignet, um die Leiden der Bergleute zu lindern. Außerdem wurde es in angereicherter Form schon mit einigem Erfolg bei der Behandlung des Blutfliegenfiebers eingesetzt. Und Dr. Alexandra Hypatia hat öffentlich erklärt, dass sie die Formel verbessern konnte. Wo ist also das Heilmittel? Was ist geschehen? Ich sage es Ihnen, Herzog Luca Abele hat das Eddermeier-Institut geschlossen und Hypatia ist noch dort, als Gefangene. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Es ist ziemlich klar, dass dieses kostbare Heilmittel niemandem außer dem Herzog und seinem Zirkel reicher Spießgesellen zur Verfügung steht. Ich bin der Meinung, dass sie die Armen so stark dezimieren wollen, bis nur noch ein paar übrig bleiben, die gut zu kontrollieren sind. Der Herzog trinkt Unmengen von Hypatias Heilmittel, während wir anderen sterben. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Aber ist es die Wahrheit? Ist es tatsächlich so? Ich weiß es nicht. Ich kann mir ja viele Dinge vorstellen. Sie müssen nicht unbedingt wahr sein. Habt ihr noch irgendwas was zu essen? Ist immer gut. Ein Beutel mit Geld auch. Hier liegen noch allerlei Waffeln rum. Ach, Granaten. Ja, gerne. Falls ich noch ein paar Türen aufmachen muss. So, ich würde dann mal sagen, das war's hier. Ich setze mich mal in den Wagen und fahre rüber zum Institut. Und schaue, was dort so auf mich wartet. Auch wenn ich beunruhigende Hinweise gelesen habe, dass der Wagen kaputt ist. Ich wage es trotzdem mal. Komm, wir machen eine lustige kleine Fahrt im lustigen kleinen Wagen. Zum Eddermeier-Institut begeben. Ja, genau das habe ich vor. Hui, er setzt sich in Bewegung. Und wir können nochmal schön auf den Hafen gucken. Sieht schon alles sehr idyllisch aus. Die Sonne gleißt ganz schön, aber es ist ja auch gleisig hier. Ach, guck mal einer an. Gesamter Chaosfaktor gering. Letalität, barmherzig, niemand getötet. Keine Zivilisten, keine Gegner und kein insgesamt getötet. Das ist sehr gut. Schleichen hat nicht so gut funktioniert. Ich wurde 17 Mal entdeckt und Leichen wurden 15 Mal entdeckt. Das ist nicht ideal, aber wenn wir hier auf unser kleines Diagramm gucken, wir sind nicht tödlich und wir sind so auch nicht auf Angriff. Wir sind zwischen Schleichen und Angriff. Das heißt, wir können zufrieden sein. Ich bin jedenfalls zufrieden. Du hast gefunden, 9 von 10 Runen. Ja, ich weiß, da fehlt eine. Die war im Safe. 2 von 2 Outsider-Schreinen. 8 von 8 Artefakten. 2500 von 3834 Münzen und nur 3 von 4 Gemälden. Da fehlt noch was. Und 1 von 2 Bauplänen. Da fehlt auch noch was. Sonderaktion. Schwarzmarktüberfall. Schlüssel zum Schwarzmarktladen oder aus der von Blutfliegen befallenen Wohnung geborgen. Ich war noch gar nicht im Schwarzmarkt drin. Jetzt ist zu spät. Grabraub, Leiche für Mini Blanchard geklaut, Hypatias Wohnung, Dr. Alexander Hypatias Wohnung in der Stadt erkundet, versucht mich zu knacken, Tresorkombinationswettbewerb gewonnen und der Nestwächter, den Nestwächter in der vom Blutfliegen befallenen Wohnung erledigt. Ja, sehr gut. Da haben wir alles Mögliche hingekriegt. Sehr, sehr gut.
Die gute Frau Doktor übrigens. Eliminiere den Kronenmeuchler, der deine Feinde ermordet, um dich schuldig erscheinen zu lassen. Finde deinen alten Verbündeten Anton Sokolov, der zuletzt gesehen wurde, als man ihn zum Eddermeier trug. Alexandra Hypatia, die das Institut leitet, sollte mehr wissen. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Die gute Frau Doktor. Alles, was ich bisher über sie weiß, ist, dass sie sich fast selbstlos für die Gesundheit der Bergleute einsetzt. Das heißt, ich glaube, die ist nett. Wollen wir doch mal sehen. Das Eddermeier-Institut für Infektionskrankheiten. Genau das. Alexandria Hypatia, leitende Alchemistin. Früher war dieser Ort ein Solarium für Adlige. Jetzt wird hier die Alchemie erforscht. Nice. Der Kronenmeuchler tötet in meinem Namen und muss gestoppt werden. Hoffentlich hat Hypatia eine Erklärung. Sie soll brillant und altruistisch sein. Hoch angesehen in Cerkonos. Ja. Ein leichter Regenschauer kommt runter. Wie gut, dass das Ding ja zur Hälfte ein Dach hat. Super praktisch. Das sieht schon beeindruckend aus hier. Das ganze Gebäude auf so einem Fels im Meer gebaut. War bestimmt teuer. Feindseliges Gebiet, natürlich. Und Runen oder Knochenartefakt in der Nähe. Und überhaupt, optional, finde eine Karte des Eddermeier. Die Hintertür ist nur für Schichtwechsel und Wachturmoperationen. Gib die zu Hypatias Büro. Ermittle zum Kronenmeuchler. Mann, was muss ich denn alles machen hier? Alles. Und überhaupt. Okay, hier sind bestimmt Wachleute am Start. Ich sollte vorsichtig vorgehen.